Moin Leute, Nordspotter hier. Anlässlich des Fahrplanwechsels am 10.12.2023 war ich abends nochmal kurz vor der Betriebsübernahme durch Nordbahn um Kiel herum unterwegs. Im folgenden Video seht ihr nun den ersten Zug von Nordbahn im neuen Akkunetz Nord. Wir fahren mit der Regionalbahn von Kiel bis Rendsburg. In Rendsburg bin ich dann aus dem Zug ausgestiegen und habe dort ca. eine halbe Stunde gewartet. Und von dort aus ging es dann zurück mit dem letzten Zug der DB Regio Schleswig-Holstein. Leider ist die Aufnahme von der ersten Fahrt der Nordbahn relativ schlecht. Der Zug war einfach brechend voll und da wollte ich Leuten mit meiner Kamera nicht noch unbedingt ins Gesicht filmen. Von daher seht ihr hier nur kurz die Ausfahrt in Kiel. Die erste Fahrt von Nordbahn kam 648-342, Taufname Müssen, ein Lind 41 zum Einsatz, welcher vorher noch für Erichsholstein unterwegs war. Von Rendsburg aus ging es dann zurück mit einer Doppeltraktion, ebenfalls Bauart Lind 41, gebildet aus den Zügen 648-465 und 648-464. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.